So, dann schauen wir mal, was gibt es hier im ehemaligen Hauptquartier der Rebellion. So, Paige. Wo bist du? Vielleicht haben wir noch eine Möglichkeit, Reaver zu töten und uns seinen Privatbesitz zu schnappen. Mein Reaver ist immerhin ein Schwein. Es wäre eine gute Entscheidung, ihn zu töten. Einen König sieht man nicht täglich im Rebellenhauptquartier. Gut. Kit hat sich in eine Diebesbande eingeschleust und weiß, was sie vorhaben. Sie wollen die Taverne am Barstone-Markt überfallen. Wenn ihr rechtzeitig dort seid, könnt ihr den Überfall verhindern. Einer von ihnen muss wissen, wo sich Ferret versteckt. Aha, wer ist Ferret? Verhindert den Überfall am Bowerstone-Markt. Ja, auf die Bowerstone-Schenke. Okay. Das ist jetzt super. Achso, Ferret ist, glaube ich, dieser eine Typ, mit dem wir es mal zu tun bekommen haben, oder? In dieser Quest damals. Ja, vielleicht mit so einer Diebesbande. Der lässt sich vielleicht schon ein bisschen Kapital rausschlagen. Ist also gar nicht mal so übel. So, Bowerstone Industriegebiet. Zeit für Action. Satisfaction. Ah ja, hier ist dann up. Jetzt hier die ganz verruchten Wege lang. Ui, das Tor geht zur falschen Seite auf. Sir? Hallo, Majestät. Hallo Bürger, schenkt mir euer Geld, sonst werdet ihr bald sterben. Hallo Superheld. Yay! Ja, alle freuen sich, mich zu sehen. Noch. So, und jetzt? Oh. Ist ja mal ein verlassenes Gelände hier. Ach, hier vorne ist dann bestimmt irgendwo die Schenke. Lalala, ich rocke durch die Nacht. Und jetzt, ach, da hinten. Hoppala. Ah, hier ganz verrucht, nur die Seitenstraßen entlang. Ah, okay, die sind da schon alle zugange. So, ihr Banditen. Wenn ihr kooperiert, wird niemand verletzt. Wenn ihr irgendwelchen Ärger macht, töten wir euch. Als Beweis, wie ernst wir es meinen, muss jetzt jemand Ärger machen, den wir dann töten, damit wir ein Exempel statuieren können. Freiwillige vor. Seht her, da ist ein Freiwilliger. Da ist ja der König. Auf ihn, Jungs! Hab noch nie einen König getötet. Ich freue mich drauf. Ja. Boah, was zum Teufel war das? Ja, euer Tod ist das. Hört auf, unsere Leute zu erschießen, Affenhinter! Ah, ich hab nur eine Sekunde weggeguckt. Ja, und das warst du auch schon tot. Geblockt. So, die anderen Leute auch noch töten hier. Das muss wehgetan haben. So, bist du endlich K.O.? Was haltet ihr hier von, hä? So abgestochen. Ich stehe wieder auf. Für uns ist es nicht mehr vorteilhaft, das Versteck im Industriegebiet aufzusuchen. Ich werde eine neue Operationsbasis am Bowerstone-Markt eröffnen. Ihr habt einen Schlüssel, um euch Zutritt zu verschaffen.
Bitte stellt sicher, dass unbefugten Dritten der Zugang verwehrt bleibt. Es ist toll, dass etwas für die Bedürftigen getan wird. Das Asyl und das Waisenhaus sind sehr wichtig für Bauern. So, jetzt ja, wissen wir, wo wir Nigel Ferret finden. Er ist viel größer als die anderen Männer hier. Und das heißt, wir können ihn jetzt auch fertig machen. Hallo, mein Herr. Und ja, dann hätten wir uns auch um die Diebesbande hier im Bauerstone gekümmert. Keine schlechte Sache. Achtung, es gibt nichts Neues. Achtung, es gibt nichts Neues. Alles geht, allen geht's gut, nur die Staatskassen sind leer, so erschöpft, dass ich zum Frühstück alte Schuhsohlen essen muss. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Sir. Ja, alles klar. Wo führst du mich jetzt hin, Spiel? Ah, das Versteck. So, ich frage jetzt, treffen wir jetzt Paige oder treffen wir jetzt Nigel Ferret? Ah, sieht nach Nigel aus. Ihr schon wieder. Was zum Teufel soll denn der Nutzen eines Geheimverstecks sein, wenn Feinde hier einfach hereinspazieren, sobald es ihnen in den Kram passt? Jungs, erledigt sofort die speziellen Aufgaben, für die ich euch bezahle. Umgehend. Hä? Erledigt ihn. Schnell. Aha. Gut, nichts für ungut, Jungs, aber... Ich trage meine feuerfeste Unterwäsche. Genau, feuerfeste Unterwäsche. Bringt euch noch nichts. So, erschießen wir den Rest der Bande noch. Ihr wollt meine Freunde erledigen? Das werde ich nicht zulassen. Macht sie platt! Also irgendwie lässt du es ja doch zu. Denn du bist ja gestorben, genau wie der Rest von der Bande hier. Und tschüss! So, Schuld und Sühne findet Nigel Ferret. Aha, der hat es da so ein bisschen abgeschlossen. Aber es gibt ja noch andere Wege, zum Beispiel hier in den verruchten Keller. Ui. Ach, die leben ja alle noch hier. Der Typ ist reich, wird ein Spaß, eine Leiche zu plündern. Ich bin noch nicht reich, hab weniger Geld als ihr. Hab ja all mein Geld für die Stadt ausgegeben. Guardian. Was ist damit? Abschaum! Was damit ist, keine Ahnung. Ihr kriegt jetzt erstmal fett die Feuerfaust ins Gesicht. So. Meine Fresse hier. Auch noch arbeiten oder was? So. Und. Oh, blöder. Blödmann. So. So, Nigel, wo bist du? Ich wurde entführt. Lasst mich raus. Ja, warte mal. Kann man den schon rauslassen hier? Oh, raus mit dir. Ab in die Freiheit. Wir haben noch nie einen Kampf verloren. Okay, damit das jetzt euer erster Kampf. Das ist ja schön. Ihr habt noch nie einen Kampf verloren. Aber ihr sterbt hier wie sonst was. Oh, Gott. Na komm, stirb! So, noch wer gefangen ist hier? Nö. Weiter geht's. Auf dem Weg zu Nigel Ferret. La la la. Nigel muss sterben. Oh, jetzt kommt hier gedrückt halten. Die große Endtür, oder was? Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass eure Bemühungen vergebens sind. Auch wenn ihr meine Partner tatsächlich besiegen solltet, diese Tür ist absolut undurchdringbar. Außerdem verfügt diese Zelle über einen Geheimausgang, durch den ich jederzeit entfliehen kann. In der Zwischenzeit werden meine Leute euch auseinandernehmen. Ach, hier zwei von diesen Typen. Boah. Oh Gott, ey. Gefällt euch das?
So, den ersten haben wir schon mal. Oh Gott. Boah, Hundi findet erstmal einen Schatz. Ist ja super passend jetzt, wo ich jetzt hier gerade so, naja, immerhin den Kampf nochmal gewonnen habe natürlich. So, fangt Nigel Farage. Immer noch der Alte. Seine Männer müssen verrückt gewesen sein, euch zu bekämpfen. Ehrlich gesagt, völlig ungeachtet meines Intellekts, scheint es doch so, dass dies nicht die Zelle ist, von der ich gerade so selbstbewusst gesprochen habe. Die mit dem Geheimausgang hat zwei Betten. Gut. Tja, Pech gehabt. Ihr habt gewonnen, Majestät. Ich willige ein. Aber ich bitte euch, einen bestimmten Vorschlag in Betracht zu ziehen. Lasst es gut sein, Ferret. Es ist vorbei. Diese Äußerung entbehrt objektiv jeder Begründung. Ich habe zufälligerweise eine beträchtliche Summe Geld bei mir. Lasst mich gehen! Und das Geld ist euer. Von mir aus könnt ihr bleiben, wo ihr seid, und verrotten. Also aber für 100.000 ziehe ich mich hier nicht aus. Königlicher Schurke! Diese schwerwiegende Missetat soll mit eben solcher Rache vergolten werden. Immerhin. So, haben wir das auch erledigt. Nochmal 50 Gildensiegel bekommen.